wir Europäer haben es, wenn wir geschichtsinteressiert sind, ja relativ leicht. Eine Flugstunde bist du in Athen, eine Flugstunde bist du in Rom. Und da ist Geschichte, antike Geschichte dokumentiert. In vielen, vielen gut erhaltenen Ausgrabungen. In Mexiko ist es ein bisschen schwieriger. Es gab hier die Maya, die Olmeken und andere. Und irgendwann dann, kurz bevor Herr Kolumbus kam, die Azteken. Und die haben eigentlich diese Stadt hier auch gegründet. Sie sehen vor sich ein Modell des alten Mexico City, des Stadtkerns, den Tempel Mayor. Von dem ist hier hinter mir nicht mehr sehr viel übrig, aber anderthalb Autostunden von Mexico City entfernt steht eine der berühmtesten Pyramidenstätten der Welt. Und dahin fahren wir jetzt gemeinsam. Teotihuacan liegt rund eine Stunde vom Stadtzentrum entfernt. Bereits im 6. Jahrhundert war dieses Gelände bewohnt und bildete über Jahrhunderte das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Mittelamerikas. Um 750 verlor die Stadt ihre Bedeutung und wurde verlassen. Erst die Azteken bevölkerten die Ruinen wieder. Seit dem 16. Jahrhundert ist die Stadt Ausgrabungsstätte und schon lange ein Touristenmagnet. Am Horizont sehe ich bereits die großen Pyramiden. Toll, da wollen wir heute hin. Und je näher man kommt, desto aufgeregter ist man auch ein bisschen, weil wir haben jetzt natürlich noch den Kartenkauf vor uns. Aber es soll nicht teuer sein, wurde mir gesagt. Die Mexikaner haben sich auf uns Touristen eingestellt. Bereits vor dem Parkplatz hält uns ein offizieller Mitarbeiter an. Zumindest sieht er so aus. Hola. Entonces, la tour guida. Einen Tourguide hätten wir gerne irgendwo. Ah, Sie fahren zu den Pyramiden? Ja. Oder gehen Sie erst ins Kulturzentrum? Alles. Alles? Alles. Okay, das hier ist ein Plan. Für Sie. Ist umsonst. Danke. Sie sind hier. Super, bueno. Okay, okay. Ihr erster Stopp ist das Kulturzentrum. Dort wird man Ihnen erste Infos auf Englisch über Teotihuacan geben. Super. Also, erst Kulturzentrum, dann Pyramiden. Okay, 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 okay. Das ist natürlich schön. Man wird ja als Tourist nicht einfach so aufs Gelände gelassen, sondern man wird zuerst zu einem Kulturzentrum gebracht. Das ist wahrscheinlich so ein Besucherpark, Besucherzentrum, wo man die Karten bekommt, ein bisschen Info. Und der hat natürlich hier auch eine Weste an, wo drauf steht, offiziell. Muss ich irgendwie übersetzen, oder? Also, ab zum offiziellen Kultur- und Tourismuszentrum. Ich frage mich, warum das außerhalb der Anlage liegt und nicht auf dem Gelände. Mein Name ist Uriel. Ich erkläre Ihnen alles zu diesem Ort. Hier ist das Kulturzentrum. Da gibt es auch einen Shop. Die Infos über die mexikanische Kultur sind umsonst. Oh. Ich werde immer stutzig, wenn einer erzählt, ne, und noch kein Geld dafür will. Verstehst du, wie ich meine? So, eigentlich wollte ich zu den Pyramiden. Ja. Folgt mir, meine Freunde. Yes, yes. Doch statt Pyramiden präsentiert mir der Mann seinen Nippes. Das hier ist ein echter Magmastein vom Lava-Vulkan. Sehr kraftvoll. Die Mexikaner glauben, dass er schlechte Schwingungen vertreibt. Er ist mystisch, praktisch und zeremoniell. Ich möchte aber keine Steine streicheln, ich will jetzt auch die Pyramiden sehen. Ein Wunsch, der mir erstmal verwehrt bleibt. Das ist eine mystische Waffe. Sie heißt Macahuitl. Damit kann man sehr gut Arme, Beine oder Köpfe von Feinden abschneiden. Oh mein Gott. Hier, spüren Sie die Energie? Machen Sie gerne ein Foto damit. Ja, na, ich fühle vor allem eine Energie und das ist eine, wie man so schön sagt, Merkantile. Hier möchte niemand was verkaufen. Schön, diese kleinen Erklärungen zu haben, aber ich will die Pyramiden sehen. Hier keine Waffen. Oh, I'm afraid. Das ist ideal für den Zoll in Deutschland zum Durchgehen. Es ist hier eine reine Verkaufsveranstaltung und die Leute geht nichts unter 20, 30 Euro bis hin zu, das sind toll. Toll, man sagt in Deutschland toll, aber auch teuer. Auch die Waffe von gerade eben. Hier sind wir mit 600 Euro dabei. Ne? 600 Euro für die, Wahnsinn. Oh, scharf. Doch solange wir nichts kaufen, lässt uns Uriel nicht ziehen. Ach, ja. Und ab in den Souvenirshop. Leute, mir ist es zu früh. Ihr habt gerade gefrühstückt und schon einen Souvenirshop. Ich wollte eigentlich zu den Pyramiden.
Und Frühstück bedeutet hier frühmorgens um kurz nach 9 Tequila Nummer 1. Alle zusammen. Nach oben, nach unten, zur Mitte. Ein Hüftschwung. Prost! Salut, salut, salut. Prost, Prost. Das schmeckt so ein bisschen wie stehengelassener Schnaps am nächsten Tag. Nach der Party, weißt du, wenn du die Reste trinkst. So schmeckt das. Aber lecker. Klar, auf einem Bein steht sich's auch in Mexiko schlecht. Und noch ein Likörchen hinterher. Frei nach dem Motto, irgendwas werden die schon kaufen. Vielleicht ja einen Tequila. Mit speziellen Zutaten. Das ist Mezcal mit Skorpion. Mezcal mit Schlange. Weder Eintrittskarten noch Touren kann ich hier im Kulturzentrum kaufen. Hier gibt's nur Touri-Ramsch. Der Weg nach draußen, so scheint mir, führt immer über die Kasse. Hauptsache, ich komme hier endlich raus und hier hin. Zur Erinnerung habe ich mir das gekauft und dann den üblichen Nippes. Weißt du, Bier, Deckel, Tequila, kleine Flaschen, damit ich es noch aushalte hier. Öffner und für die Kinder Schlüsselanhänger. Ich meine, das, was wir jetzt so kaufen in diesen Shops. Dann bemühe ich mal meine Kreditkarte. Das ist jetzt nicht wirklich wahr, oder? Ich habe hier gerade 150 Euro durchgezogen mit der Karte. Das ist so ein bisschen wie ein Lösegeld, was ich jetzt zahle, um hier rauszukommen. Muchas gracias. Super. Ha. Hast du diese beiden kleinen Tequila-Fläschchen? Ich zeig sie dir mal, falls du auch eine kaufst. Falls sie auch mal wollen. Das ist so eine Flugzeuggröße. Das ist so ein Schnapsgras für 45 Euro. Aber ohne die Pyramiden zu sehen, gehe ich heute nicht. Ich frage nach einer Tour. Und siehe da, endlich bekomme ich auch ein Angebot. Sonnenpyramide, Mondpyramide, Straße der Toten, Puma-Grab und ich werde Ihnen die vier Naturfarben zeigen. Das ist dann innen der Pyramide. Naja, das ist ja dann alles, oder? Der Mann organisiert unseren Fremdenführer und ich bezahle. Um die 70 Euro ungefähr zahle ich jetzt für uns drei, für die Tour zu den Pyramiden inklusive einem kundigen Führer. So toll. Endlich geht es los zu den Pyramiden von Teotihuacan. Noch sind wir außerhalb der Anlage, aber wir nähern uns dem Eingang. Dort treffen wir unsere Fremdenführerin. Hier könnt ihr eure Tickets kaufen. Ah, Aura. Okay, gracias. Wie, zahlen? Wir haben doch gerade schon gezahlt. Trotz gebuchter Tour muss ich die Eintrittskarten selber kaufen. Meine Kosten für den Ausflug werden langsam so hoch wie die Pyramiden selbst. Im Souvenirshop habe ich 154 Euro ausgegeben. Die Tour hat mich 70 gekostet und für den Eintritt zahle ich für drei Personen weitere 18 Euro. Zusammen 242. Was für ein Ort. Schau mal, allein diese Dimensionen. Endlich bin ich auf dem Gelände von Teotihuacan. Wow. Hier muss man gewesen sein. Das ist nichts, was man auslassen darf. Schau dir das mal an, ist das beeindruckend. Wahnsinn. Nicht ganz so wahnsinnig ist unsere Fremdenführerin, denn sie hat recht wenig über die Anlage zu berichten. Ganz im Gegensatz zu ihren vielen Kollegen rund um uns herum. Es sind überall Fremdenführer, die sprechen und sprechen und sprechen. Ich stell mich mal dazu und hör zu ein bisschen. Over the lamp, we can see that red rectangle that currently has the original red pigmentation of cinnabar around it. Oh, der weiß mehr als Sie. Dieses Gefühl, alle, die hier sind, wissen mehr als du. Gerne hätte ich erfahren, was es mit dieser Anlage hier auf sich hat. Aber einfach so stehen und schweigend genießen. Dazu muss ich auch nichts bezahlen. Sie.
Nur weil wir nicht die offizielle Tour gebucht hatten, sondern die des Souvenirshops außerhalb der offiziellen Anlage. 70 Euro hat das gekostet. Und wie viel kostet die offizielle Tour? Nachfrage am Eingang. Una pregunta, one question. Hallo, eine Frage. Ich suche einen Guide für 3 Personen. Was kostet das ungefähr? Nichts, das ist gratis, aber auf Spanisch. Okay, auf Spanisch ist umsonst? Ja. Und auf Englisch? Da zahlen Sie etwa 800 bis 1000 Pesos, aber höchstens 1000 Pesos. Ja, ich weiß, es ist teuer. Immerhin 50 statt 70 Euro. Hätte ich mal hier gekauft. Denn schon im Verkaufsgespräch erfahre ich mehr über die Anlage als während meiner gesamten schlechten Tour durch einen kleinen Teil von Teotihuacan. Diese große Pyramide, haben wir gesehen, sind dann hierhin, genau zur Hälfte des Ganzen, und zack, wieder zurück. Das heißt, wir haben weniger als die Hälfte der gesamten unglaublich faszinierenden Anlage gesehen. Und zu verdanken haben wir das den Hombres, die da ganz vorne am Eingang stehen und dir sagen, dahin wollen sie? Nee, kommen Sie mal dahin mit. Und darüber ist zu reden. Und zwar mit den Männern, die mich noch vor dem Parkplatz abgefangen und in das Fake-Touristenzentrum geschickt haben. Hey, unabhängig. Hallo, eine Frage. Sabes, kennen Sie diesen Shop hier? Shop, okay. Dieses Zentrum, wie ihr es nennt. Mexicanissimo? Ja. Mexicanissimo. Ah, ja, das ist gleich dort. Ja, aber die Preise sind Abzocke. Schau mal hier. Wissen Sie, was dort so kassiert wird? ¿Qué piensas? ¿Esto? ¿El precio? Nein, das weiß ich nicht. $40. $40? Ja, genau. $40. Das ist Abzocke. Ja, aber schauen Sie. Sie wissen das auch. Der Preis für die Tour ist dort viel höher als ganz normal am Tor 1. Und Sie wissen das. Tor 1? Ja, Tor 1. Mein Freund, ich bringe Ihnen etwas Deutsch bei, okay? Okay. Así. Achtung, Abzocke. Abzocke? No Abzocke? Yes, Abzocke. Bye, bye. Tun Sie es nicht nochmal. Quasi, ist ganz einfach, ist ganz einfach. Diesen ganzen China-Nippes, völlig überteuert. Übrigens, diese Flasche, ja, die kostet in der großen Version so knapp 38 Euro. Ich habe dafür über 40 bezahlt. Weg mit diesem Quatsch und auch weg mit all diesen Souvenirshops, von denen Ihnen hier diese ganzen kleinen Zettelchen, diese Flyer gegeben werden. Das ist Abzocke pur. Und ich kann Ihnen einfach zeigen, wie ich sie davor bewahre. Fahren Sie einfach nicht rum um das Gelände, wo dieser Shop hier ist, sondern direkt bei Tor 1 rein. Sie werden ein Weltkulturerbe erleben, exklusiv mit einer tollen Tour, mit Preisen, die sich im Bereich des Normalen bewegen. Alles, was hier so auf dem Weg rund um die Anlage ist,